Hallo und herzlich willkommen zurück zu Left 4 Dead 2. Mr. Ziege ist gerade noch kurz auf dem Klo, aber wir werden jetzt sofort losrocken. Und ich habe eine Bin schon Schrotflinte in da, meinen bin schon Händen. da. Achso, ihr seht das ja eh nicht. Die sind ja auf deiner Cam. Die sind ja auf deiner Cam. Ich habe eine Schrot. Stell dir vor, ich habe eine Schrot. Die schießt jetzt gleich aus Versehen im Kopf. Ah, knapp daneben. Oh, ich find's so gut, einen guten Ping zu haben, ja? Hast du einen guten Ping? Nö. Tut mir leid. Also, das trotzdem dann hier relativ flüssig. Okay, wenn ich schieß nicht. Ja, was halt Also, verzögert ist. flüssig läuft's, aber wenn ich schieß, gibt's halt Verzögerung. Ja, weil dein Schuss praktisch nicht ankommt, beziehungsweise die Zombie-Bewegungen nicht optimal vorausberechnet sind von deinen. Apple, Select Medikit. Bitte. Kann mit der Schrot gar nicht. Wo liegt der Medikit? Habe ich der Medikit Da gehört? hinten. Ohne Pipe. Ich heil mich, ich heil mich. Warum hast du so viel Schaden bekommen? Weil ich dumm war und mit der Schrot nicht umgehen kann. Das erklärt einiges. Ich will nur die Statistik ein bisschen in die Höhe treiben, keine Sorge. Du bist ja vor die Flinte jetzt gelaufen. Weiß ich, warum ich so viel Schaden bekommen hatte. Hier, als Entschuldigung. Ja, hilft mir viel, ist auch schlecht für die Statistik. Ja, die hat sich total gelohnt. Ich habe auch eine Pipe gefunden. Ja, die war legend. Warte, gleich kommt's. Gleich kommt's. Und der. Staffel von irgendwo. Und Hunter. Jetzt habe ich keinen Was von denen. Wird die denn bekommen? Ich brauche dringend eine andere Waffe. Verwundert. Jo, wir reden schon wieder. Wir reden schon wieder ganz selten über schlechte Pings. Und schießen mittelmäßig schlecht. Zombies. Oh, mein Ping ist schon wieder schlecht. Oh, mein Ping ist schon wieder schlecht. Könnte dran liegen, vielleicht sollen wir mal anders posten. Vielleicht mal offiziell oder über einen privaten Server oder vielleicht sollen Aber wir mal. Schaust du nicht, weil du dein 100er Ding hast, ja? Hä? Nee. Wieso, was hast du denn? Ich glaube hier teilweise noch 200 drauf. Naja, du hast 94 geredet, nicht 87. Teilweise, habe ich gesagt. Teilweise. 80. Teilweise. Wie hört der mir zu, der Junge? Teilweise. Meine Frau ist tot, teilweise, oder? Ja, teilweise. Ich habe einen Molly für den Tank, der wahrscheinlich kommen wird. In dem war weg, ja. Und ich Und werde am die gute Schrotflinte mitnehmen, weil die ein bisschen schöner ist mit dem Metalllauf. Hast du gerade meinen Witz gehört? Witch, Witch, Witch. Ich seh's. Komm mal kurz mit in die Mitte von dem Park. Da liegt meistens eine gute Waffe. Ja, genau. Gehen wir doch mal in die Mitte. Vorausgesetzt, die so, kommen, schießen die Witches. Diese wunderschönen Hecken, da kann man nicht durchlaufen. Hier liegt auf jeden Fall Muni. Und ja, eine Waffe für dich liegt da. Nicht besonders gut, aber. Also, wenn jetzt eh nichts aus meiner Perspektive gefilmt wird, dann ist ja eigentlich wurscht, dass ich eine Waffe nehme. Ansonsten hätte ich mich jetzt dazu überreden lassen, so indirekt durch niemanden, mal die Schrot weiter zu benutzen, aber. So, jetzt gehen wir auch rechts rum. Vielleicht kann wieder Witch irgendwie ausweichen. Ja, genau. Oben auf dem Dach steht ein Smoker, den hau ich weg. Roach hat ihn weg. Das ist eine Art Kuhne. Ja, ich komme. Das ist bitter. Spit, 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 spit. Fun Action. Ja, bei mir auch klar. AK, auf dem Tisch liegt eine AK. Sauber, die nehme ich mir mit. Die AK ist die einzige Fernkampfwaffe, die mir eigentlich ganz. Relativ gut gefällt. Da hinten war auch irgendwas gelegen. Ja, wir müssen jetzt nicht die Map abgrasen, also bitte bei Jetzt aller liegen Liebe. Hier drei Schrots rum. Naja, keiner Schrot will die hässliche Schrot haben. Das sag ich doch. Nee, die Boomer höre ich. Ich nicht, ich höre den Splitter. Der Splitter ist tot. Ich hab ihn aber nicht gesehen. Ja. Die Witch ist weg, oder? Ich sehe die gerade nicht. Ich sehe sie nicht. Doch, die ist weitergelaufen zu den Medikits. Also warum, warum ist sie dahin gelaufen? Gute Frage, nächste Frage. Also ich brauche das Medikit nicht, ich habe 91. Ich habe jetzt da einen Molly reingeworfen, warten wir noch ein bisschen. Wir könnten die ja wegmachen. Ja, dann können wir das Medikit dann nehmen. Warte, sie kommt rum. Mach du weg, weil du hast am wenigsten. Hat die gerade jemand angeschossen? Warte. Jetzt hat jemand angeschossen. Ey. Ihr seid zu langsam, hat keiner mit drauf geschossen. Nee, die hat mich weggespammt. Ah,
Ah, okay. Komm's auf, die haben sie irgendwie schon halb angeschossen gehabt. Ja, hol du mal etwas. Ich heil mich. Pass auf, dass jetzt kein Incoming kommt und erzähl eine schöne Geschichte. Well, oh ja, Lippenbewegung. Ich habe gleich eben. Ich habe gerade vorhin eine alte Folge noch gesehen und da. Warte, ich heil schnell Kopf. Okay, erzähl weiter. Und da haben wir in etwa so geredet wie, well, damals in Texas. Ich nehm's verbannt. Du kannst das besser als ich. Damals in Texas, da waren die Kühe noch fett. Well, damals in Texas, als die Kühe noch rot waren. Da hast du von einer Kuh zwei Steaks rausbekommen. Und nicht nur vier. Wenn du die Cow gespannt hast. Warum schießt du den ab? Well, I'm a cool guy. Damals in Texas. Damals in Texas, da gab's noch keine Kühe. Wo hast du das Gras noch selbst angebaut? Damals in Texas musstest du. Ich will hier nur raus. Damals in Texas musstest du die Kante aufblasen, wenn du einen Boomer haben wolltest. Wie hab ich bitte Coach gerufen? Der steht neben mir, hallo? Ja, Spiel. Die Klippen. Gitarre. Nehme ich halt den Basie. Aber eigentlich musst du in der Kampagne schon mit dem Schlagstock spielen, wenn du professionell sein willst. Defi. Wir nehmen die Map gar nicht ernst, sie ist eigentlich total schwer. Ja, stimmt, aber wir sind auch total gut irgendwie gerade. Okay, jetzt kommt der schwere Part erst. Ich denke, wir sollten eine Umfrage starten und auf Expert stellen. Okay, ab jetzt wieder Konzentration. Ich spiele ja gerade auf Easy. Adrenalin, 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 nimm die eins, bevor die kommen. Ich hab schon. Erklär mal kurz, es ist jetzt ein Incoming-Event und wir müssen in der Mitte, also diese Schlangenlinien zu dem Gerüst in der Mitte laufen. Und von dem Ding in der Mitte, da oben auf dem Ding, etwa da, ist so ein Ding, wo wir es ausschalten können. Und dabei ist die ganze Zeit Incoming und Special Infectants, um uns richtig schwer dahin zu kommen. Und unser Plan ist, wir hauen uns Adrenalin rein und rennen vor. Während Problem ist, dass die laufen von außen auch wieder nach innen. Das heißt, wenn wir die außen nicht wegmachen, was wir wahrscheinlich nicht werden tun, laufen wir einfach nach innen. Das heißt, wir haben dann ein paar Zombies vor uns. Also gut, ich mach auf. Ja, Adrenalin. Du wirfst das Boomerball. Ich hab Boomerball, gell? Ja, wirf es doch gleich mal. Ich seh nicht. Nee, laufen wir noch. Komm. Oh, die Rochelle hat schon einen Jockey. Ja. Das kann ich da gerade nicht. Das ist auch schön, wenn man eine Waffe hat, die möglichst die Zombies vor allem wegballert. Jetzt mal den 16. Ja, hab jetzt aufgenommen. Den Molly werf ich das Boomer bei. Ich mach hinter uns ein bisschen frei. Wir sind zu gut. Mach weiter, ich bin ja ganz alleine. Ich hab ein kleines Problem. Ah, ich hab kein Problem. Ein paar Zombies. Oh, da. Ich bin hinter dir. Wir sind zu gut, wir sind zu gut oder der Autobalance ist nicht angesprungen. Weil, sollen wir so erzählen, was wir jetzt haben? Hilfe, Smoker, Smoker. Ich seh's. Hinter dir. Schieß einfach hin, schieß auf mich. Ja. Hab ihn. Komm runter. Ich muss ihn gerade nachladen, deswegen. Unten ist sicherer, komm runter. Ja, ich komm runter. Ah, falscher. Nee, doch nicht. Glück gehabt. Falscher, nee, doch nicht. Da muss ich gar nicht falscher sein. Nur dieses Knackgeräusch. Ich Waschi ist unfähig, ihren Rücken zu decken, wie immer. Achtung, Polizist war hinten. Oh. Man sagt ja immer, die Polizei ist sein Freund und Helfer. Ich weiß nicht, worauf ich hinaus wollte, aber egal. Nee, wir haben nichts gegen Polizei. Wir benutzen auch den humanen Begriff Polizisten und nicht den mit B. Aber die mir hat gesagt, wenn ich noch einmal das böse Wort B sage, dann. Mit B? Ja. Brustkrebs. Nee, noch schlimmer. Banderbier. Was? Vergiss es. Okay, ich hab eine Pipe, gell? Das lohnt sich, glaube ich, jetzt nicht mehr so. Bro. Das Polizist. Oh, hat er noch weg. Au! Das kriegt ein bisschen Abschieß. Das Ding hat 10 Schaden. Der Zombie. Ich bin gleich fertig, leider, mit dem Leben hier.
Das gehandelt. Soll ich schon wieder abschießen müssen, um den zu treffen? Abzuschießen. Ich muss mich schnell heilen, jetzt reden. Kannst du doch so lange rechts klicken, bis ich nicht mehr vor dir stehe. Ja, wir haben ein Problem. Entweder funktioniert der Autobalance nicht oder wir sind zu gut. Boomer. Oh, Tempels. Boomer. Auf dem Dach wahrscheinlich. Oh, Coach, halt mich, warte. Ich schieße ihn weg, falls ich ihn sehe. Na, geh mal weiter. Ja. Wo geht's denn weiter? Nee, hier geht's nicht weiter. Hier geht's weiter. Nein, hier geht's auch nicht weiter. Ja. Nee, wir müssen da rechts noch. Durch das, Oh, hier sind die. Schau mal auf den Boden. Schau mal auf den Boden. Da liegen die Leichen. Und die Leute eingetütet. Stylische Dinge. Ui, lass uns auf den Säcken rumspringen. Von den Leichen. Das hat sich falsch gemacht. Durch den Busbahnhof. Oh, ich bin hier dran. Ich bin hinter dir. Und ich habe das Safe Room Schild gefunden. Ich dachte damals, da kommt ja gleich das Safe Room. Das ist eine von diesen Maps, wo man es alle 2 Minuten denkt. Erster. Boomer. Alles muss man alleine machen. Boah, Frau steckt sich mal wieder. Das ist so fähig. Hilfe, Jockey, 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 Jockey. Jockey, 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 Jockey. Und Polizist. Ja, wenn wir gerade auf Polizisten schießen, können wir mal was ganz Tolles erzählen. Über komm, wir schießen auf Polizisten. Ich glaube, es war doch GTA. War es GTA? Oder war es... Es war GTA, oder? Wo verklagt wurde, wegen dem Walfangzeug. Nee, das war Assassin's Creed, oder? Assassin's Creed hast du da erwähnt. Das neue, das rauskommen soll. Genau. Da gibt es ja Piraten und soweit man weiß, kann man ja da auch auf Walfang gehen, in irgendeine Special Mission oder so. Und da hat man wieder die Peter war's, ja? Peter heißt die Organisation. Peter. Oder? Wer ist die? Ja, Peter heißt die. Peter, gell? Die hat geklagt wegen dem Walfang, weil die das für nicht human hält. Oder wie auch immer, die hat halt geklagt, Tierschutz, bla. Ist allerdings nicht stattgegeben worden mit so einer Begründung von den Machern, dass sie ja auch Plünderungen und einfach Morden von Menschen und so ja auch nicht gerechtfertigt finden, das aber trotzdem im Spiel eingebaut haben. Oder irgendwie so. Schau mal, also mir hat keiner auf die Witch geschossen. Doch, aber ich war zu langsam. Was ich noch sagen wollte, bevor ich mich hier komplett umsonst war meine Predigt, die haben ja auch schon Pokémon verklagt. Ja, das ist. Weil das ja angeblich die Tiere unter den Menschen stellt und die Tiere da versklavt werden und so. Sie haben da auch dann selber ein Spiel gemacht, wo man als Pokémon gegen Menschen kämpft, glaube ich, und die dann abschlachtet oder so. Oh, das Gerücht habe ich noch nicht gehört. Doch, ich habe wirklich ein Spiel gemacht, ich weiß noch nicht mehr ganz, wie das war. Ob man dann halt als Pokémon Menschen abschlachtet oder dann irgendwie. Auf jeden Fall spielt man Pokémon, das halt von seinem Trainer flüchtet, weil das den so fertig macht. Okay. Ja, finde ich lustig, sowas. Ich habe auch neulich, so ein bisschen länger her, von jemandem gesehen, der angeblich für seine Tochter Super Mario das alte, nee, Donkey Kong das alte, so umprogrammiert hat, dass man Peach spielt und Mario retten muss. Dass seine Tochter so gern Peach spielen wollte. Was ist das für eine Map? Cool. Das ist die böse Map. Die Zisch-Zisch-Knall-Bomben-Map. Geile Schrott. Ja, ich höre mal, wir beenden die Aufnahme, oder ich beende die Aufnahme hier. Wir haben 15 Minuten, das passt. Du, ich bin nicht wichtig heute. Ihr seht alles aus der schlechten Ego-Shooter-Perspektive vom guten Mr. Ziege. Natürlich. Wir haben beschlossen, wir benennen ihn bald auf Meister Ziege um. Ihr seid doch alle einverstanden. Meister schlechte Ziege. Schlechte Quali in Top-Qualität. Genau. Ja, dann auf Wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao.